Oh, moin, ich habe euch gar nicht gesehen. Heute geht es um die Asus ROG Claymore 2, eine Gaming-Tastatur der Superlative. Ich würde sagen, Film ab. Hey, hier ist Leo und heute geht's endlich mal wieder um Eingabegeräte, um eine schicke Gaming-Tastatur und auch direkt um eine Gaming-Maus. Und die Asus ROG Claymore 2 ist definitiv eine der, ich würde mal sagen, beeindruckendsten Tastaturen der letzten Jahre. Ist ein Highlight, kostet aber auch 280 Euro UVP, also schon sehr Premium, hat aber auch wirklich ein paar spannende Features mit an Bord. Und die will ich euch in diesem Video mal vorstellen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach auch direkt schon mal mit dem Highlight an. Wer vielleicht die Claymore von vor 4-5 Jahren noch im Kopf hat, das war eine Tastatur, da konntet ihr das Numpad abschieben und die Tastatur von einem vollwertigen 100% Layout auf das TKL, also das 10-Key-Less Layout, ca. 80% reduzieren. Oder wenn ihr sagt, okay, ich will noch ein paar Makrotasten zum Zocken haben, konntet ihr dieses Numpad auch auf die linke Seite schieben. Und das Ganze hat Asus jetzt in der zweiten Generation rausgebracht, nochmal verbessert und auch ein paar spannende Switches mit an Bord gebracht. Denn Asus setzt hier auf optisch-mechanische Schalter, das ist gerade so das Ding schlechthin. Und ihr habt da entweder die Wahl zwischen den roten Arix Red, die sind linear, oder den blauen Arix Blue, die sind clicky, also ne, schön clicky, wie der Name schon sagt. Das Besondere an diesen Switches ist die optische Ansteuerung. Das Ganze funktioniert mit einem Infrarotstrahl und wenn ihr die Taste betätigt, dann wird dieser Strahl durchbrochen und dann wird die Taste ausgelöst. Also es gibt an bis zu 100 Millionen Tastenanschläge. Wir haben jetzt hier bei unserer Claymore 2 die roten Switches und die bieten einen Auslöseweg von 1,5 mm. Der Hubweg beträgt maximal 4 mm. Und das Besondere ist hier auch die Betätigungskraft, also initial von 40 Gramm. Das ist vergleichsweise ein bisschen höher als andere Switches, aber sorgt einfach dafür, dass wir keine fehlerhaften Auslösungen haben. Das hatten wir zum Beispiel bei unserem Testbericht zur Corsair K100. Die hat auch mit den OPX optisch-mechanische Schalter und da kam es aufgrund der etwas zu leichten Betätigungskraft schnell zu fehlerhaften Betätigungen einer Taste, beispielsweise im Spiel oder beim Tippen. Ausgelöst wird die Taste dann schlussendlich bei 45 Gramm Betätigungskraft. Ein weiterer Vorteil der optisch-mechanischen Tasten von Asus ist die Form an sich, also der Aufbau. Ihr kennt das vielleicht von Cherry MX Red oder Kyle Switches, die haben in der Mitte diesen Kreuz oder diesen X-Stößel und hier haben wir jetzt einen quadratischen Schaft. Bedeutet, die Keycaps sitzen über so vier kleine Stäbchen, jeweils an den Ecken des Quadrats und in der Mitte haben wir eine große LED, die dann den Keycap schön beleuchten kann und auch dafür sorgen kann, dass seitliche Beschriftungen auch gut zur Geltung kommen. Also beispielsweise haben wir jetzt hier bei den F-Tasten noch eine Musik- und Mediensteuerung. Dazu gibt es dann noch den sogenannten X-Stabilisator, den erkennt ihr an der Seite des Switches, das ist so ein rotes X, was sich auf und ab bewegt und das soll einfach auch nochmal dafür sorgen, dass wenn ihr die Taste drückt, dass die wirklich stabil hoch und runter fahren kann und dass ihr da nicht irgendwie wackelige Tasten habt und dass einfach die Auslösung wirklich präzise funktioniert. Dazu gibt es bei der Asus ROG Claymore 2 die klassischen Features einer mechanischen Gaming-Tastatur, bedeutet 100% Anti-Ghosting, N-Key-Rollover und auch mit an Bord ein Windows-Lock-Modus. Das heißt, ihr seid am Zocken, kommt aus Versehen auf die Windows-Taste und wenn der Modus aktiviert ist, kommt ihr nicht zufällig auf den Desktop oder werdet beim Zocken gestört. Das klingt ja jetzt auch alles erstmal schön und gut und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wo ist jetzt das Besondere der Tastatur? Sie ist kabellos. Und das ist schon ziemlich cool, das heißt, ihr könnt das Keyboard ganz klassisch entweder kabelgebunden nutzen, also es ist ein USB-C auf C Kabel mit dabei, 1,8 Meter lang, auch ganz cool. Und wenn ihr keine USB-C habt, ein Adapter ist natürlich auch mit dabei. Aber Wireless bei einer Millisekunde Reaktionszeit ist ja schon ziemlich nice. Also da gibt es eigentlich keine Nachteile mehr gegenüber kabelgebundenen Keyboards. So, und der 4000 mAh Akku soll bei voller Beleuchtung und vollem Layout bis zu 43 Stunden durchhalten. Und wenn ihr die Beleuchtung dann ausschaltet, dann sind sogar bis zu 144 Stunden möglich. Und das ist ja
das reicht ja locker für mehrere Game-Sessions. Und ihr habt eine Akkustandsanzeige, die ist hier oben links in Form dieser vier Streifenbalken. Finde ich ganz cool gelöst. Links daneben natürlich direkt das beleuchtete ROG-Logo. Und wenn ihr die Tastatur dann aufladen möchtet, gibt es sogar Fast Charging, finde ich auch ganz nett. Und auch USB Pass-Through ist mit an Bord. Also bedeutet, wenn ihr die Tastatur anschließt, könnt ihr noch auf der Rückseite über einen USB-A-Port, weiß nicht, eine kabelgebundene Maus anstecken oder alles mögliche andere. Das ist ganz praktisch und ihr könnt dann immer wieder switchen zwischen Fast Charging oder USB Pass-Through, sogar über einen Hotkey direkt auf der Tastatur. Und wenn ihr dann mal auf eine LAN-Party unterwegs seid, wenn es dann bald mal hoffentlich wieder möglich ist, keine Angst, der USB-Dongle, der ist richtig schön klein und den könnt ihr auch zum Transport ganz einfach auf der Rückseite der Tastatur einstecken und schon ganz losgehen. Und das Highlight schlechthin der ROG Claymore 2 möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und das ist ganz klar das abnehmbare Numpad. So, ihr seid jetzt beispielsweise im Homeoffice, voll im Excel-Workflow und müsst ganz viele Zahlen eingeben, dann ist das natürlich sehr praktisch. Und dann nach dem Feierabend wollt ihr dann ein paar Ründchen zocken und dann könnt ihr das Numpad ganz einfach abschieben und beispielsweise auf die linke Seite tun und das dann zum Beispiel, wenn ihr ein paar Ründchen Age of Empires zockt, komplett personalisieren, jede Taste für ein einzelnes Gebäude hinterlegen, das ist natürlich schon ziemlich cool. Neben den Tasten an sich haben wir oben noch weitere vier programmierbare Tasten, die im Standardmodus beispielsweise für die Musiksteuerung sind und direkt darüber auch noch ein Lautstärkerad, was ich auch persönlich sehr, sehr gerne auf dem Keyboard habe. Das Numpad wird dabei einfach in die Seite eingeschoben und was auch sehr praktisch ist, ihr habt da Kunststoffabdeckungen, die magnetisch direkt an der Tastatur und am Numpad halten, also das Ganze ist dann auch vor Dreck geschützt. Nur einzeln an sich könnt ihr das Numpad nicht benutzen, also wenn ihr es braucht, müsst ihr es dann an der Tastatur wirklich fest dran haben. Wie ihr schon unschwer erkennen könnt, ist natürlich auch eine Beleuchtung mit an Bord. Die ist per Key einstellbar. Sie ist leuchtstark. Ihr könnt die Helligkeit natürlich auch einstellen, um beispielsweise ein bisschen Akku zu sparen. Aber ich finde, die kommt wirklich gut rüber, da auch die LED zentral drin sitzt. Ist natürlich auch synchronisierbar mit Asus Aura Sync, also auch beispielsweise mit einer Maus. Wir haben jetzt hier die Asus Gladius 3 Wireless, die auch nagelneu ist. Und das Synchronisieren funktioniert sogar wireless, also ihr müsst die Tastatur nicht per Kabel anschließen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keinen Bock auf eine extra Software, ich kann euch verstehen, dann geht das Ganze auch per Hotkey, also ihr könnt dann durch die verschiedenen RGB-Effekte und Modi ganz einfach mit zwei Tasten auch direkt auf der Tastatur durchschalten. Natürlich hat die Claymore 2 auch Onboard-Speicher, das heißt, ihr könnt hier bis zu 6 Profile direkt auf der Tastatur speichern. Und wenn wir dann zum Thema Ergonomie kommen, haben wir bei der Tastatur selbst auf der Rückseite zwei ausklappbare Füßchen, um die ein bisschen anzuwinkeln. Und auch das abnehmbare Numpad hat nochmal einen eigenen, relativ breiten Standfuß, um auch da nochmal auf das gleiche Niveau wie die Tastatur zu kommen. Und natürlich auch mit dabei, finde ich auch sehr schön, eine magnetische Handballenablage, die auch wirklich schön weich ist, müsste glaube ich Kunstleder sein. Die könnt ihr unten einfach dran machen und die geht dann über die komplette Breite der 100% Full-Size-Tastatur. So, nachdem wir jetzt die ganzen Features und Highlights durchhaben, mein erster Eindruck, und da muss ich wirklich sagen, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, was Asus hier in der zweiten Claymore so an Gesamtpaket zusammengestellt hat. Also ihr könnt wirklich angenehm tippen mit dem Keyboard, selbst meine langen Testberichte tippe ich damit wirklich gerne. Aber das Keyboard eignet sich natürlich vor allem gerade mit dem Numpad für RTS-Spieler, also da die frei programmierbaren Tasten zu haben auf der linken Seite ist schon ganz cool, aber auch FPS-Gamer unter euch werden sich natürlich über die schnellen und vor allem präzisen Schalter durchaus freuen. Ansonsten, ich finde das Design ziemlich cool gemacht mit der Aluminium-Oberseite. Hier oben links ein bisschen glossy, ja, das wird dann schnell mit Fingerabdrücken voll und Staub. Aber die Beleuchtung ist nice, lässt sich gut synchronisieren, ist leuchtstark. Gerade mit der LED im Zentrum drin, also da hat Asus wirklich eine coole Lösung gefunden. Weitere Features sind natürlich weiche Handballenablage, ist sehr ergonomisch, ist sehr angenehm darauf zu arbeiten. Und natürlich das Ganze wireless. Ja, natürlich müsst ihr dann irgendwann mal das Kabel dran stecken, aber sie ist schnell wieder aufgeladen. Aber ich muss sagen, so ohne Kabel, das wirkt für einen clean Look und vor allem in Kombination mit der Gladius 3 Wireless, dann so ein komplett wireless Setup zu haben, das ist schon was richtig Feines. Natürlich zahlt ihr für das Keyboard 280 Euro UVP, das ist schon ein Batzen Geld, das muss ich auch persönlich sagen. Aber dann habt ihr halt auch ein Keyboard, was wirklich so ziemlich jeden Haken in der Gaming-Checkliste dann, tickt. Kollege Robin, unser Eingabegerätespezialist, hat sowohl das Keyboard als auch die Maus für euch bereits ausführlich getestet, also ob die dann im Alltag wirklich überzeugen konnte. Das erfahrt ihr dort, also klickt gerne mal rein. Ich habe euch die Links in die Beschreibung reingepackt. Und ansonsten würde mich mal interessieren, was sagt ihr denn zu ROG Claymore 2 und zur ROG Gladius 3 Wireless? Schreibt gerne mal einen Kommentar rein und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Also macht's gut, ciao.